Letzte Vorbereitungen für den Tanz auf historischem Parkett. Die wohltätige Bruderschaft der Oberlandler schmückt den Saal, wo FPÖ-Delegierte den Sprengsatz für Partei und Koalition scharf gemacht haben und das Knittelfelder Kulturhaus berühmt. Knittelfeld ist berühmt geworden. Ist es gut oder schlecht? Das Kulturhaus ist gut. Die Berühmtheit von Knittelfeld. Die Berühmtheit von Knittelfeld ist gut, wenn sie sich wirtschaftlich auswirkt. Auch jetzt noch bewegt das Treffen die Stadt und der Bürgermeister berichtet der Bürgerversammlung, Knittelfeld ist Europa bekannt. Beim Knittelfelder Putsch oder mit den Knittelfelder Beschlüssen wurde die Regierung gestürzt. Und wir sind natürlich damit in irgendein Fahrwasser oder in ein Licht gerückt, das uns nicht taugt. In den Tagen danach hat man noch heißer debattiert, in der SPÖ sogar über die Frage, warum hat die Stadt den Rebellen die Halle nicht verweigert? Wie kannst du das tun? Noch dazu, was uns die Freiheitlichen als Eisenbahner untan haben. Nicht? Und du, ich bin ja ein Lokführer, nicht? Ein Gewesener, und du, das müsstest du eigentlich verhindern, habe ich gesagt. Ja, du, das ist dein Stil, meine Meinung ist das nicht. Ich habe eine andere Auffassung und ja, zu dem stehe ich auch. Und das ist auch so richtig, meiner Meinung nach. Wissen Sie, was in der Zeitung gestanden ist? Knittelfeld, das wie das Eisenbahner-Kaffee, ist ja eine Feigheit. Ja, aber in der Zeitung ist auch gestanden, dass die Rebellen von Knittelfeld kommen. Wie finden Sie denn das? Die daherkommen, eine Frechheit. Die sollen das in Wien machen, wo das alles ausgekocht wird. Ja? Knittelfeld liegt aber so günstig, haben Sie gesagt. Ja, Frage. Weil wir zu gutmütig sind, nicht? Ja? Und alle leben lassen. Jeder Mensch hat doch das Bestreben, sein Umfeld so gut und so schön als möglich darstellen zu können, aber auch bei der Wahrheit zu bleiben. Ne? Und wenn dann durch eine, zwei solcher Begebenheiten ein schlechtes Image entsteht, hat man jahrelang zu tun und zu kämpfen, um das wieder auf gleich zu bringen, geschweige denn dann ein positives Image daraus zu machen. Unter Imageproblemen leidet Knittelfeld immer wieder. 1975 wird es wegen einer Mordserie sogar Chicago genannt. Und auch die geschnitzte Chronik ist düster. Von den Franzosenkriegen vor zwei Jahrhunderten, den Heuschrecken oder den Türken im Mittelalter, zu den schweren Bombenschäden zu Kriegsende. Und bereits vor 7 Jahrzehnten war die Rede von einem Knittelfelder Putsch. Sie interessieren sich für Knittelfeld. Und die Putsche von Knittelfeld. Was? Die Putsche von Knittelfeld in der Wehrzahl. Im September 1931 proklamiert der Anwalt Walter Pfriemer die Diktatur des rechtsgerichteten Heimatschutzes und ruft zum Marsch auf Wien. Eine kopflose Pfriemeriade, schreibt die Lokalpresse, wenn die Aufrührer nur bis Bruck an der Mur kommen. Hier gibt es regionale Erklärungen. In Judenburg hat man gesammelt und sozusagen in der Region Eichfeld-Murborn und ins Mittelpunkt dann Knittelfeld ist man losmarschiert, weil ja aus den Ortsgemeinden natürlich seine Mitmarschierer auch gekommen sind. Insofern ist also Knittelfeld am Rande dieses Eichfeld-Murborns und von hier ging es dann Richtung Wien, ja nicht nach Wien, sondern Richtung Wien. Gibt es außer der Geografie Gründe dafür, dass es in Knittelfeld rau zugeht? Auch hinter dem Stadtwappen steckt eine blutige Legende vom Lindwurm, der einst die Gegend terrorisiert hat. Am Feld heraus wurde er dann von den Bauern erschlagen mit Knüttel und daher die Bezeichnung, die drei Knüttel mit den Aststumpen und das rote Feld, wo der Lindwurm dann verendet ist und das Tal war von dieser Lindwurmplage gerettet oder geheilt. Ein Lindwurm in der Steiermark, ist das ein Kärntner Tier, der Lindwurm? Ja. Ist es dasselbe, der in Knittelfeld erschlagen worden ist, oder ist es ein anderer? Das glaube ich wieder weniger. Die Kärntner werden schon einen eigenen Kopf haben. Kärntner haben jedenfalls ihren Anteil an Knittelfelds Ruhm. Die FPÖ-Bezirksobfrau, die den Saal für das Treffen gemietet hat, erklärt das so. Knittelfeld wurde deshalb ausgewählt, weil es einfach so zentral liegt. Der Wunsch der Kärntner Landesorganisation war, einen Standort zwischen Knittelfeld und Bruck zu finden. Ich wurde angerufen, ob bei uns das Kulturhaus frei ist. Hab geschaut, ob es frei ist. Es war frei und dadurch ist Knittelfeld der Standort für diese Delegierten-Sitzung geworden. Spät stürzt sich die lokale FPÖ in den Wahlkampf und bemüht sich, verstörte Wähler doch noch zu locken. Knittelfeld sei politisch kein Putsch gewesen, sondern die Besinnung auf freiheitliche Ziele. Dass Knittelfeld das Rebellennest ist, das kann ich nicht verstehen und kann ich aber auch nicht akzeptieren. Waren in der Knittelfelder FPÖ eigentlich alle auf der politischen Knittelfelder Linie? Das war jetzt, unser Delegierter hat dafür gestimmt. Ich muss sagen,
es gibt da verschiedene Meinungen. Die eigene Frau soll sich deswegen aus dem Gemeinderat zurückgezogen haben, heißt's? Ja, das ist richtig. Sie hat sich damit nicht abfinden können, dass die Frau Riesbass und dass der Herr Grasser aus der Regierung gehen. Das ist ihre Meinung. Ich habe damit kein Problem, weil das ist Politik und Ehe sind da zwei verschiedene Sachen. Gott sei Dank. Diesmal bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Wirklich, ja. Es ist... Ja. Die alten Bekannten bleiben noch immer stehen beim regionalen Spitzenkandidaten. Doch Grund zum Lachen haben die Blauen dieser Tage nur selten. Wenn die Mechanik klemmt beim Schirm der ÖVP, dann kommt der Koalitionspartner jetzt erst zögerlich zu Hilfe. Ja, sechs haben auch schon, wenn das funktioniert. Ja, ohne uns geht bei euch nicht weiter. Oder umgekehrt. Wir haben die Logistik, die wir zu arbeiten. Einmal den großen Schüffel. Einmal den kleinen Schüttel, einmal die Jugend und vier die Zukunft. Für die Materialschlacht teilen sich drei Parteien den Hauptplatz vor dem Wochenende. Alle sehen die Wähler in Scharen zu sich selbst laufen, unbeirrt von den Turbulenzen der jüngsten Stadtgeschichte. Ich glaube weder, dass Knittelfeld darunter leidet, noch beeinflusst es hier den Wahlkampf. Wir haben eher im Gegenteil, verspüren wir in diesem Wahlkampf einen sehr starken Zuspruch. Auf Kosten der FPÖ, ja? Was für Knittelfeld atypisch ist. Nein, ich glaube sogar sehr stark auf Kosten der SPÖ. Knittelfeld hat einen SPÖ-Bürgermeister. Es ist eine gewachsene Eisenbahnerstadt und wir können uns hier auf Mehrheiten auch in schwierigen Zeiten verlassen. Es wird auch eine gute Politik betrieben und ich bin überzeugt davon, dass wir am 24. November, vor allem auch nach dem gestrigen Fernsehduell, ein sehr gutes Ergebnis einfahren können. Die Fernsehdiskussion der Kanzlerkandidaten hat die roten Wahlwerfer letzte Woche doch wieder in Schwung gebracht. Und bis der letzte Kuli verteilt ist und die Wahl geschlagen, braucht man keinen Politologen, um sich Hoffnungen zurechtzureden. Nein, und alle Frauen, die gehen auch zu wohl, verstehst du, deswegen werden wir gewinnen, weil die Frauen wollen die SPÖ. Einzig und allein die Grünen halten sich vom Gedränge auf dem Hauptplatz fern. Sie suchen ihre Anhänger am Radweg, obwohl der Föhnsturm bläst. Wir haben diesen Standort hier ganz bewusst gewählt, denn wie in jeder Kleinstadt herrscht in Knittelfeld auch ein massives Verkehrsproblem, was den motorisierten Individualverkehr betrifft. Und es ist mir ein besonderes Anliegen, schon über Monate hinweg im heurigen Jahr umweltfreundliche Verkehrsteilnehmer zu belohnen. Das geschieht in Form einer Transferschokolade. Erstaunlich, dass gar nicht so wenige Radler auf die Bremse steigen. Und mit einer Schokolade belohnen, für das, dass Sie mit dem Radl unterwegs sind? Das ist mein Radfahren. Ja, endlich. Vieles ist sanft in einer kleinen Stadt, wo man über Parteigrenzen hinweg bekannt ist oder sogar verschwägert. Das ist eine Verwandtschaft, rot und blau in der Familie. Das zeigt schon Charakter, gell? Miteinander, ja, so ist es. Nicht gegeneinander. Man lebt miteinander und scherzt miteinander. Die schwarze Vizebürgermeisterin und der rote Abgeordnete spielen TV-Duell. Seit gestern ist die Frage endlich beantwortet. Wer, wenn nicht er? Ja, das ist eigentlich schau mir in die Augen. Das ist ja praktisch alles gekommen gestern. Genau, 4-3.